Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampire Survivors. Weiter geht's. Ich habe irgendwie immer noch weiterhin Bock auf Song of Mana, weil ich finde Song of Mana einfach ultra strong. Deswegen möchte ich bitte mit Song of Mana in Capella Magna spielen, wobei das rechts und links geht. Das heißt, also, wir sollten nicht Popea nutzen, sondern wir sollten jemand anderen nutzen. Weil rechts und links ist eher besser gewesen. Entweder die Peitsche könnte man nutzen. Das Messer wäre nicht verkehrt. Oh, ich habe Bock auf das Messer. Hab Lust auf das Messer. Oh, sorry. Warte, Harry ist. Okay. Was ist Arcanas? Hör ich das sonst immer an? Scheinbar. Ja, doch, aber schon. Let's go. Okay. Zwei Items und da unten ist noch was Unbekanntes. Den Merchant haben wir hier gleich. Aber den brauche ich gerade nicht. Jetzt haben wir beides. Die Pi. Okay. Ja, gut. Interessant. Kommt gleich am Anfang so ein kleiner. Oh, hier ist gar kein. Ich dachte, es wäre hier eine Dings gewesen. Eine Kluft. Aber ist es gar nicht. Wir haben unten einen Duplicator. Ich möchte aber gerne erstmal rechts diesen Ring holen. Der sieht interessant aus. Wobei ich würde den auch gerne erstmal killen, den Typen. Ich weiß gar nicht, ob ich den killen kann. Wir machen aber auf jeden Fall nicht allzu wenig Schaden. Zumindest killen wir die kleinen Minimobs. Das Spiel entwickelt sich so krass, Mann. Was hier alles gibt. Ich muss einfach ewig weit latschen. So, wir haben eine Minute erreicht. Wahrscheinlich ist das einfach der eine Minuten Boss. Oh, Song of Mana ist aber auch geil. Vermutlich hätte ich aber immer eher mit den Projektilen spielen sollen. Hier hat er keine Projektile. Ich kann mir vorstellen, dass der Todesschnitter ist, dass er mich instant killt. Wenn ich bei ihm bin. Deswegen möchte ich es ungern probieren. Können Sie mir vorstellen. Erstmal holen wir uns diesen Ring dort hinten. Auf dem roten Teppich kämpfen wir. Oh, größere, okay. Halten wir ein bisschen mehr aus. Bracer, perfekt. Ich hole mir dann gleich Evolven später. Ich will diesen Ring haben. Gib ihn mir. Das ist bestimmt der Ring. Um sie alle zu töten. Macht dann überhaupt gar keinen Schaden, ne? Kaum welchen. Müssen wir den erstmal leveln, sobald wir den Ring geholt haben, aber ich bin erstmal neugierig. Bestimmt auf dem Thron oder so liegt der Ring. Was landet? Wir Glock. Okay. Da haben wir auf jeden Fall seine Beschützer. Die es, glaube ich, nicht so toll fanden, dass ich ihn einfach mitgenommen habe. Gut, dass ich Song of Mana habe. Song of Mana ist so wichtig. Ist auch super schnell.
Ich hing leider fest, so wie sie gerade festhängen. Sehr gut. Sobald sie leider außerhalb der Vision sind, wagen sie sich einfach raus, wie Cheater. Oh. Was ist denn da Schönes? Auch ein Thron. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, ich habe da Ringe gehabt, okay. Oh, ich habe den gekillt, nice. Hat auch nur Jahre gedauert. Oh, nee, ehrlich gesagt möchte ich lieber eher das Luck hier haben. Dass wir aus den Kisten vielleicht ein bisschen mehr rauskriegen, weißt du? Vielleicht 5 Items? Nee. Aha. Ach, das ist ein extra Item. All Effect Glass Type LPS. Wow, holy shit. Das ist ja ein heftiges Item. Okay. Das ist ein sehr geiles Item. Das verbessert alle Stats von allen Items, die ich habe. Das heißt, wir müssen unbedingt mehr Kisten kriegen. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geschaut, wie lange diese Stage geht. Ich glaube auch 15 Minuten, ne? 30 Minuten. Das ist ja immer noch am Leben, das Viech. Warum lebt das noch? Jetzt sollen wir auch mal langsam Richtung links laufen. Ich meine, leveln tun wir ja die ganze Zeit, ne? Ah, Cross finde ich schon wichtig. Schießt dadurch alle durch. Das Cross. Schon wirklich sehr wichtig, das zu leveln. Aber geile Stage, oder? Holy shit. Am Anfang noch so in einem Wald. Ja, Weapon Cooldown hätte ich ganz gerne. Oder ein Boss-Gainer. Noch einer. Oh oh. Okay, der wieder. Dann ist nicht so schlimm. Ich dachte, es wird jetzt noch einer zu einem Boss, der mich die ganze Zeit verfolgt. Aber wird's nicht. Wir müssen nach oben laufen, ne? Wegen Song of Mana. Können wir mal Tiramisu und die Krone holen. Oh, der Checkdrop. Nice. Alles, was ich liegen gelassen habe, bisher wird eingesammelt. Sehr, sehr gut. Da kommt alles ran. Perfekt. Auto hart machen, um die Peitsche zu verbessern. Magic Wand machen wir. Perfekt. Ah, Increase Enemy Speed, Health Quantity. Ah, das ist ja wie die Maske. Okay, den Ring darf ich erstmal nicht verbessern. Will ich erstmal gar nicht verbessern, aber ich will die erstmal gerne killen, die Gegner. Wie sieht's denn damit aus? Oh, was war das denn? Was war das? Okay. Zaubert ihr oder was? Komm ich hier weiter? Oh. Komm ich nicht. Was passiert hier? Sterbt! Noch ein Knife dazu, perfekt. Ja, wir kriegen so viel Schaden ab und überleben das, ja. Holy shit. Okay, die haben wahnsinnig viel Leben. Gut, ich will aber... Okay, wir laufen wieder zurück. Wings wäre da praktisch dafür noch. Wings habe ich jetzt nur leider nicht. Machen aber guten Schaden, denke ich. Halten es doch manchmal aber aus. Okay, der Goldring ist nicht so eine feine Sache gewesen. Wäre links noch essen, rechts noch essen gewesen. Hab ich leider verpasst. Aber ich nehme gerne
die Items dann mit, Alex. Das ist Ewigkeiten, brauche ich dahin noch. Holy shit. Na, Third Song of Mana geht nach oben unten. Müsste also eigentlich eher mehr nach oben unten laufen, aber wir lassen es mal auf die Richtung laufen. Mich nerven die beiden schon so ein kleines bisschen, ne? Aber die werden hin und wieder doch vom Clover getroffen. Vom Cross. Clover ist das Ding, was wir fürs Cross brauchen. So, dann laufen wir mal. Wahrscheinlich sind aber noch mehr Gegner. Habe ich mehr davon. Kann ich mir vorstellen, dass da noch mal zwei von den Viechern kommen. Oh, Attract auch haben wir jetzt zwar nicht. Aber ich mag Center Water. Nee, kam keine neuen, okay. Auf jeden Fall ein zusätzliches Revive. Wir haben jetzt 5 Revivals. Sehr praktisch. So, jetzt gehen wir runter. Gehen uns links diese roten Dinger holen. Dann gehen wir wieder in die Mitte. Oh, da habe ich eine Kiste verpasst. Okay, perfekt. Ist gleich hier. Nice. Ding, ding, ding. Center Water und 2 Magic Wands. Plus nochmal einen roten Gem. Okay, da hat er sich viel gemacht. Oh, weia. Das ist noch eine weite Strecke bis dahin. Ich würde sie gerne ja mal killen, aber ich glaube, das wird nichts. Und die kriegen die ganze Zeit sehr viel Schaden ab. Immer wenn sie mit der herlaufen, kriegen sie auch die ganze Zeit. Und sie sind super schnell. Wir brauchen auf jeden Fall Wings. Wings wäre schon sehr wichtig. Okay, der Sil... Hau ab. Der Silberring ist schon ganz geil. Der Goldring ist halt eine Maske. Ja, und die mag ich halt gerade überhaupt nicht. Dafür ist einfach mein Setting zu schwach. Ich bin einfach neugierig, weißt du? Ich kann nicht stehen bleiben, ich muss alles einsammeln. Erstmal gucken, was passiert. Der ist ja immer noch da. Hau ab! Oh Gott, ich bin tot. Ja, das war fies, tatsächlich. Gefällt mir gar nicht. Vor allem, er lockt mich halt wieder nach oben. Ich will doch aber nach unten. Ja, wäre einfach schon jetzt eine Minute dabei. Scheiße. Ist er weg? Ne, er ist immer noch da. Ach, der macht trotzdem weiter. Gönn dir. Wie gesagt, fehlen die Wings, ne? Ist er weg? Warum auch? Ah, ich denke, ich werde die 10 Sekunden noch durchhalten müssen. Dann werden sie verschwinden. Jetzt habe ich natürlich den ganzen Weg wieder runterlatschen, ne? Der haut dich ab!
Ja gut, ich muss halt auch nicht mehr nach unten. Oh, da ist eine Kiste da unten. Naja, super. Der Run ist eh verkackt. Also nächstes Mal merken, nicht sofort zu den Ringen, weil dort die hässlichen, dreckigen Kackviecher hinter uns herlaufen. Ich kriege aber auch nichts gekillt hier in mir, ne? Und vermutlich auch auf Song of Männer gehen. Die Knives sind zwar eine schöne Sache, aber leider nicht für die Map gedacht. Und die verschwinden aber auch nicht, ne? Die bleiben ewig. Die Gegner, die Geister hier, die Bosse. Oh, das gefällt mir nicht. 2 Minuten bleiben die in der Regel nicht. Jetzt habe ich 2 Kisten, die ich alle nicht mehr mitnehmen kann. Das ist schade. Das ist echt ärgerlich. So, schauen wir mal, ob das verschwindet, der Grüne. Nope. Okay. Das heißt, die Bosse bleiben einfach ewig. Bedeutet aber auch, dass ich zuerst nach unten laufen muss. Und dann mir rechts oder links hole. Und dann nach oben hinlaufen muss. Aber Song of Männer wäre tatsächlich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Aber ich bin ja erst Level 20 auf 13,5 Minuten. Das ist halt nix. Ich glaube, wir müssen den Curse. Ach, Curse kann man gar nicht deaktivieren. Ne? Müssen wir sonst umkaufen. Ich kriege ja noch keine Level mehr, ne? Nichts kriege ich mehr. Ah, das ist ärgerlich. Das ärgert mich ein bisschen. Eigentlich wollte ich hier nicht mehr weitermachen, weil es ziemlich sinnlos ist. Der Grüne ist noch da, der Blaue wird mir gleich... Jetzt habe ich 3 Kisten. Wie viele Kisten kommen dort bitte? Ja, ich werde den Run aufgeben. Das ist schade. Das ist wirklich sehr schade. So, lass einfach quitten. Da will ich nicht. Wenn, dann lieber sterben. Und guck mal, manchmal hast du hier diese Effekte, ne? Komm ich hier rein? Nee. Das geheime... Ne, geheime Räume sind? Naja, toll. Wir kriegen so krasse Kisten, aber ich bring mir halt nichts, ne? Und verlangsamt dich bitte, bin. Ah, ich muss die Song of Männerfrau mitnehmen. Die ist aber viel geiler. Und der killt mich ja wirklich fast instant, ne? Ups. Banish 5 haben wir, perfekt. So. Diese Dinge, habe ich die jetzt, die Ringe? Da sind sie. Weir Clock. Weir with Clock Lancet. Ah. Okay, wir brauchen also Clock Lancet und dann die beiden Ringe. Dann haben wir diese Verbesserung. Okay. Schade, tatsächlich. Und das haben wir auch nicht überstanden, deswegen müssen wir es dann einfach in der nächsten Runde nochmal machen. Aber es ist heftig, holy shit. Aber auch 30 Minuten, ja. Aber leider nur Movement Speed 40%, ne? Sonst haben wir 100%. Ne, haben wir nicht. Wo waren 100%? Achso, wegen Harry? Hyper? Wegen Hyper hatten wir es gehabt. Aber Hyper brauche ich erst, muss ich erstmal freischalten. Okay, Leute. Machen wir kurz eine Pause. Probieren wir es gleich einfach nochmal in Capella Magna. Und wir sehen uns. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.